Schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist heute Dienstag, der 23. Juli. Wir haben 18 Uhr und in diesem kleinen Film geht es um das Gold. Das habe ich seit dem 2. Juli nicht mehr angeschaut. Vor euch liegt der Wochenchart. Seinerzeit war die Aussage, dass wir uns bis zur 20-Tage-Linie, das ist nicht diese hier, das ist die 20-Wochen-Linie, maximal gehen könnten. Dass ich aber nicht glaube, dass das Gold nennenswert runtergeht. Das war so der Flyer am Anfang des Clips. Wie gesagt, das hier ist der Wochenchart. Ein paar Sachen fallen mir auf. Zum einen diese Bewegung hier, das waren 160 Punkte und diese Bewegung sind 180 Punkte. Nochmal ordentlich akzeleriert. Wie gesagt, hier ist eine Kerze, eine Woche. Auffallend ist, dass die Dochte und die Lunden sehr lang sind. Das ist normalerweise für mich ein Zeichen von der Unsicherheit, so nach dem Motto, geht er weiter, geht er nicht weiter, nehme ich Gewinne mit oder nicht, muss ich meine Shorts entdecken. Also hier kämpft der Markt. Ich habe den Eindruck, zum einen, wir haben hier schon das erste kürzere Histogramm, wir sind hier überkauft, dass der Bewegung aufwärts entgegengesetzte Band verliert an Dynamik, es dreht noch nicht richtig hoch, verliert aber an Dynamik. Ich muss davon ausgehen, dass wir hier eine seitwärts oder leicht korrektive Phase haben. Und jetzt zeige ich Ihnen mal anhand der Wochenfibos, wie so eine Korrektur aussehen kann. Die erste Bewegung hier, die mit den 160 Dollar, die ging fast bis zum 50er, war relativ bequem bis zum 38er. Wenn ich das Ding jetzt einfach hochziehe, hier, und auf die letzte Bewegung lege, das ist die mit den 180 Punkten, wäre eine Bewegung absolut vorstellbar, hier bis zum 38,2er, das wären die 1378. Im Extremfall bis zu 1357, das ist möglich. Aus dem Wochenchart muss ich davon ausgehen, dass also jetzt hier so eine korrektive Phase kommt. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Der Tag. Das sind also die letzten gezogenen Fibos, die werden dann direkt übernommen. Ich mache Ihnen mal eine visuelle Hilfe dazu. Das ist der letzte Aufwärtstrend. Ich persönlich gebe ja nicht so viel auf diese vertikalen Trends. Manchmal sind die recht sinnvoll, aber ich mag lieber die horizontalen hier. So, und hier kommen wir jetzt hin mit dem eben genannten 38,2er bei 1378. Das entspräche genau diese Unterstützung, die wir hier zweimal gesehen haben, danach kommt das Gap. Und dieses Gap entspricht ziemlich genau dem 50er Retracement. Ich werde vorsichtiger im Sinne von, also leicht negativ, wenn wir die 1400 mit Schlusskurs unterbieten. Ansonsten gilt aber auch hier, wir sind leicht negativ über den Trendfolger MACD, wir sind definitiv im Verkaufssignal über den Oszillator. Die Bänder sind sehr eng. Deswegen muss ich auch hier davon ausgehen, wir haben die 20-Tage-Linie, die ist jetzt die ganze Zeit gestiegen. Am 2. Juli lag die hier bei, ich glaube, das war 1368, irgendwas. Die ist natürlich weiter gestiegen. An der sind wir dran. Mit der spielen wir ein bisschen, um die oszillieren herum. Ich gehe davon aus, dass wir eben diese Seitwärtsphase bekommen. Seitwärts leicht korrektiv mit den maximalen Korrekturpunkten 1378 und 1357. Ich muss meine Meinung sofort ändern, wenn wir ein neues High machen, bei 1448. Aber dann bitte mit dem Kurs abends um 10 Uhr. Zeige ich Ihnen mal ein paar Scheine da drauf, die ich mir da auf die Watchlist gelegt habe. Heute, hier und jetzt ist für mich kein Handlungsbedarf. Wenn ich sehe, dass wir über das letzte Hoch gehen, also über die 1448, dann werde ich mich wahrscheinlich dieses Calls hier bedienen. Das ist eine 1379er. Damit liegen wir ziemlich genau auf dem 38er Retracement. Die Mutigen können natürlich höher gehen, aber selbst die hat momentan, dieser Schein hat momentan einen Hebel von 34,5. Das ist von Goldman die GA7TY9. GA7TY9. Ein unlimitierter Schein, ändert also seine Basis laufend. 1379, der wäre hier, kommt für mich nur in Frage, wenn wir hier drüber gehen. Schauen wir mal nach den Puts. Wenn das hoch ist, 1448, muss ich ihn dahinter legen.
Und da fällt mir gleich der ein, der hat in etwa den gleichen Hebel, das ist ein 35er Hebel, 1461, auch ein unlimitierter Schein, ebenfalls von Goldman. Der liegt also hier hinter, den würde ich ziemlich sicher stoppen bei 1453. Da muss der raus, weil dann gilt es für mich als hier gebrochen. Das ist die Kennnummer GA7Y1X. Dieses Gap gefällt mir nicht. Das hätte ich gern noch irgendwie geschlossen. Das ist natürlich der Traum eines jeden Chartisten, wenn wir nicht nur die 38,2, sondern auch das 50er Retracement sehen. Aber ich glaube nach wie vor, das Gold hat jetzt, das wird jetzt beobachtet. Das hat so viel innere Stärke aufgebaut, dass Kursverluste von 1, 2% am Tag sofort wieder genutzt werden, um gekauft zu werden. Es sieht absolut in Ordnung aus. Und wenn wir, das will ich auch noch zeigen, dieses kleine Zwischenhoch rausnehmen, bin ich der Meinung, liegen wir dann hier irgendwo in dem Bereich 1550. Das wäre so die nächste Etappe. Also Gold ist schick, gar keine Frage. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.